arbeiten Sie lange? Machen Überstunden oder nehmen Unerledigtes mit nach Hause? Fühlen Sie sich ausgelaugt, erschöpft, leer und versuchen Sie nur noch zu funktionieren? Sind Sie mit Ihrer Leistung unzufrieden? Haben Sie das Gefühl, dass zu vieles an Ihnen hängen bleibt? Greifen Sie nach Aufputschmitteln, um einigermaßen über die Runden zu kommen? Schlafen Sie schlecht und sind anfällig für Krankheiten? Haben Sie immer häufiger das Bedürfnis, sich zurückzuziehen und in Ruhe gelassen zu werden? Vermissen Sie die Wertschätzung von Vorgesetzten und Kollegen? Versumpfen Sie häufig vor dem Fernseher oder trinken Sie Alkohol, um die Gedanken an die Arbeit abzuschalten? Kommt Ihr Privatleben durch Ihr berufliches Engagement zu kurz? Ganz ehrlich, haben Sie die meisten Fragen in Gedanken mit Ja beantwortet? Dann ist es Zeit zu handeln. Denn die Zahl der Menschen, die einen Zusammenbruch ihres emotionalen, geistigen und körperlichen Leistungsvermögens erleiden, nimmt dramatisch zu. Längst ist Burnout nicht mehr auf eine spezielle Berufsgruppe wie Lehrer, Pflegekräfte oder Sozialarbeiter beschränkt. Vor allem Führungskräfte in der Wirtschaft, Manager und Selbstständige laufen zunehmend Gefahr, sich seelisch zu verausgaben und auszubrennen. Schätzungen zufolge beläuft sich der durch Stress und Burnout verursachte volkswirtschaftliche Schaden allein in Deutschland jährlich auf einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag. Noch viel schwerer wiegt der immaterielle Verlust. Wertvolles Know-how geht durch Berufsunfähigkeit verloren, Familien und Partnerschaften werden zerstört. Burnout – vorübergehendes Tief oder kritischer Zustand. Burnout, der Begriff ist in aller Munde. Doch was ist eigentlich konkret damit gemeint? Ursprünglich stammt der Begriff Burnout, Ausbrennen, aus der Technik. In der Kernenergie steht er beispielsweise für das Durchbrennen von Brennstoffelementen aufgrund von Überhitzung. Die Erklärung lässt sich auch auf Menschen übertragen, die unter dem Burnout-Syndrom leiden. Auch sie sind heiß gelaufen. Ihr inneres Feuer ist aufgrund mangelnder Energiezufuhr, etwa durch fehlende Erfolgserlebnisse oder Wertschätzung, erloschen. Der deutschstämmige Psychoanalytiker Herbert J. Freudenberger beschrieb erstmals 1974 im Journal of Social Issues eine totale körperliche, seelische und geistige Erschöpfung. Diesen Zustand hatte er bei sich selbst und bei ehemals motivierten und engagierten Mitarbeitern in sozialen Einrichtungen beobachtet. Auch hierzulande begann man sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, allerdings wurde die Diskussion zunächst nur von einigen Spezialisten geführt. Über Jahre blieb Burnout eine nicht ganz ernst genommene Randerscheinung, beschränkt auf wenige helfende Berufsgruppen. Erst durch die Erkrankung prominenter Spitzensportler, Politiker und Manager rückte das Burnout-Syndrom ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Leider bereitet es vielen Ärzten auch heute noch Schwierigkeiten, Burnout zu erkennen oder als Krankheit auszumachen. Das mag an der unscharfen Abgrenzung zur Depression oder der Vielschichtigkeit von Ursachen und Symptomen liegen. Erschwert wird die seriöse Auseinandersetzung mit dieser Erkrankung auch dadurch, dass Burnout mittlerweile zu einem Modewort avanciert ist und nahezu jedes berufsbedingte Formtief mit diesem Etikett versehen wird. Wie kommt es zu einem Burnout? Gerade besonders motivierte und engagierte Menschen laufen Gefahr, auszubrennen. Sie wollen viel erreichen und sind dafür bereit, bis an ihre Belastungsgrenze und darüber hinaus zu gehen. Irgendwann bricht ihre Leistungsfähigkeit zusammen. Sie können nicht mehr. Sie sind am Ende. Erschöpft, emotional, völlig verausgabt. Ihnen fehlt jeglicher Antrieb. Sie resignieren. Mehr noch, an die Stelle der früheren Begeisterung tritt nun die Angst, das alltägliche Leben nicht mehr bewältigen zu können. Ein Burnout-Syndrom entsteht, wenn über einen längeren Zeitraum hinweg die Energieabgabe größer ist als die Energiezufuhr. Dieser Energieverlust passiert meist schleichend, oft über Monate und Jahre hinweg. Und das ist das Gefährliche. Die Betroffenen nehmen den allmählichen Abbau ihrer Ressourcen selbst kaum wahr. So fällt die Entscheidung, etwas dagegen unternehmen zu müssen, meist zu spät, nämlich erst dann, wenn kaum mehr Kraftreserven vorhanden sind.
Wäre es da nicht hilfreich, einmal ausgiebig Urlaub zu machen? Der Ratschlag, mach mal Urlaub, mag gut gemeint sein. Doch einem Menschen, der wirklich am Burnout-Syndrom leidet, hilft er nicht. Wenn die Energieakkus beschädigt sind, ist ein einfaches Aufladen nicht mehr möglich. Jeder Regenerationsversuch verpufft innerhalb kürzester Zeit. Und selbst wenn es durch eine Auszeit gelingt, einige der Symptome kurzfristig zu mildern, die eigentliche Wurzel des Burnouts bleibt unberührt, sodass die Gefahr, erneut auszubrennen, latent vorhanden ist. Wie kann man diesen Erschöpfungszustand denn richtig überwinden? Viele schaffen das nicht aus eigener Kraft. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass ein Burnout nie auf eine einzelne Ursache zurückzuführen ist. Er entsteht vielmehr aus einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Und da die Betroffenen selbst Teil des Systems sind, ist es für sie äußerst schwierig, den tiefer liegenden Zusammenhängen ohne fremde Hilfe auf die Spur zu kommen. Deshalb ist es ungemein wichtig, schon bei den ersten Anzeichen eines Burnouts gegenzusteuern. Symptome. Menschen, die ausgebrannt sind, befinden sich in einem Zustand der totalen Erschöpfung. Selbst kleinste Aufgaben erscheinen ihnen übergroß. Unter diesem Eindruck der Überforderung ziehen sie sich in sich selbst zurück. Im Verlauf eines Burnouts kommt es zu einem dramatischen Abbau der emotionalen, sozialen, intellektuellen und körperlichen Leistungsfähigkeit. Häufig verändert sich zunächst die Gefühlslage. Welche Signale gibt es hierfür? Die nachfolgenden Symptome sind ernste Anzeichen für einen beginnenden Burnout. Gleichgültigkeit und mechanisches Funktionieren. Mangelnde emotionale Belastbarkeit. Aggressives Verhalten mit Schuldzuweisungen. Starker Widerwille, täglich zur Arbeit zu gehen. Niedergeschlagenheit und Entmutigung. Schuldgefühle, Selbstvorwürfe und Selbstverachtung. Angst und Nervosität. Flucht- und Suizidgedanken. Was bedeutet Abbau der sozialen Leistungsfähigkeit? Mit der Gefühlslage kommt es zu Veränderungen im Beziehungsgeflecht, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld. Auffällig sind hier: Empfinden sozialer Kontakte als Belastung. Unfähigkeit, sich auf Mitarbeiter, Kollegen oder Kunden einzulassen. Wunsch, sich den Erwartungen anderer zu entziehen. Verschieben von Kunden- oder Klientenkontakten. Häufige Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Mangelnde Konfliktfähigkeit und übersteigerte Reaktionen. Isolierung und Rückzug. Ehe- und Familienprobleme. Und wie geht es dann weiter? Mit der emotionalen und sozialen Leistungsfähigkeit sinkt auch die geistige, anfangs unmerklich, später dann rapide. Bei Menschen, die dabei sind, auszubrennen, zeigen sich Konzentrationsstörungen und Neigung zu Tagträumen. Unproduktivität. Gedächtnisschwäche, Gefühl der Überforderung, vor allem bei komplexen Aufgaben oder Veränderungen. Mangelnde Fähigkeit, sich auf Neues einzulassen. Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen. Einbuße an Fantasie und Flexibilität. Verlust der Motivation. Welche körperlichen Symptome machen sich bemerkbar? Häufig kommt es aufgrund der starken psychischen Belastung auch zu körperlichen Reaktionen. Sie können in unterschiedlicher Intensität zutage treten, beispielsweise in Form von Schlafstörungen und Albträumen, Müdigkeit, Erschöpfung und Energiemangel, exzessivem Konsum von Koffein, Nikotin, Alkohol oder anderen stimulierenden Drogen. Medikamentenmissbrauch. Häufigen Kopfschmerzen, Verspannungen der Nackenmuskulatur und Rückenschmerzen.
Magen-Darm-Beschwerden und einem geschwächten Immunsystem, Kreislaufproblemen und Bluthochdruck, sexuellen Problemen und mangelnder Lust. Viele der genannten Symptome sind nicht nur die Folgen eines Burnouts, sie wirken zugleich auch als Beschleuniger. So können unbewältigte Probleme zu Verspannungen, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen führen. Das wiederum schränkt die Leistungsfähigkeit ein, sodass man nicht in der Lage ist, wichtige Aufgaben anzugehen. Diese unerledigten Dinge werden zu neuen Problemen, während die alten noch immer unbewältigt sind. Ein richtiger Teufelskreis. Ähnlich verhält es sich mit dem emotionalen Rückzug von Betroffenen. Meist ist die Ursache hierfür das Gefühl, den Erwartungen anderer nicht gerecht werden zu können. Durch den Rückzug kommen jedoch zusätzliche Erwartungen hinzu, beispielsweise die Forderung, zieh dich nicht so zurück. Das wiederum hat zur Folge, dass das Gefühl der Überforderung wächst und der emotionale Rückzug sich verschärft, bis zum Zerbrechen von Beziehungen.